Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute gibt es eine neue Rezension von mir und zwar zu Elias und Laia in den Fängen der Finsternis von Sabatahir. Das ist der dritte Band der Elias und Laia-Reihe. Insgesamt wird sie 4 Bände umfassen. Wir gehen also langsam dem Ende entgegen in diesem Buch. Auch der dritte Band ist wieder im One Verlag erschienen und das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank nochmal dafür. Und bevor wir uns jetzt dem dritten Band widmen, möchte ich noch gerne was zu den beiden Bänden zuvor sagen. Für all jene, die die vielleicht nicht gelesen haben und trotzdem reingeschaltet haben. Es wird ab einer bestimmten Stelle in diesem Video Spoiler behaftet für den ersten und zweiten Band, dann werde ich all jene, die es nicht gelesen haben und es noch lesen wollen, bitten abzuschalten. Aber erstmal könnt ihr noch dranbleiben, wenn ihr ganz im Allgemeinen etwas über Elias und Laia wissen wollt. Ich habe es ja schon gesagt, das hier ist der dritte Teil und der erste Teil ist die Herrschaft der Masken und der zweite eine Fackel in der Nacht. Die Bücher sind allesamt wunderschön, also ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gesehen, sie passen wirklich toll zueinander, sind alle sehr ähnlich gestaltet, was ich richtig schön finde. Und ich finde die deutsche Gestaltung vor allen Dingen deutlich schöner als die Neuauflage auf Englisch. Ich liebe einfach diese deutschen Cover mit der Augenpartie, die immer darauf zu sehen ist. Und dann sieht man im unteren Teil der Cover auch immer noch ein bisschen was, das auf den Inhalt des Buches hinweist, aber eben nicht so doll, dass es spoilert. Von daher ist es jetzt nicht schlimm, dass ich euch die ganzen Cover gezeigt habe. Und auch auf dem Cover des dritten Bandes gibt es nicht wirklich große Spoiler. Also von daher erstmal alles ganz harmlos. Im Allgemeinen handelt es sich bei Elias und Laia um eine Fantasy-Reihe, die irgendwo Wüsten-Fantasy mit so einer Art römischen Centurios verbindet. Denn es geht im Großen und Ganzen um ein Reich, in dem es zum einen indigene Völker gibt, unter anderem eben auch die Kundigen, denen auch Laia angehört. Allerdings gibt es auch ein großes Imperium, das sich dort breit gemacht hat. Das erinnert dann doch eher an das alte Rom. Dort gibt es die sogenannten Masken. Das sind schwer bewaffnete Kämpfer, gut ausgebildete Kämpfer, die die Kundigen verfolgen. Und Elias, von dem im Titel hier eben auch die Rede ist, ist eine solche Maske. Er möchte allerdings desertieren und fasst im ersten Band eigentlich schon fast den Entschluss, dass er gehen möchte. Doch er schafft es nicht ganz und er landet in einem Turnier, in dem es um ein ganz besonderes Amt geht. Und parallel wird Laias Familie von den Masken überfallen. Teile ihrer Familie werden brutal abgeschlachtet, ihr Bruder wird gefangen genommen und Laia sieht es jetzt als ihre Aufgabe, ihren Bruder wiederzufinden und schließt sich deshalb dem Widerstand an. Der Widerstand schickt sie aber auf eine ziemlich gefährliche Mission und zwar soll sie die Dienerin der Kommandantin werden. Die Kommandantin ist sozusagen das Oberhaupt der Masken. Die spielt auch eine wahnsinnig wichtige Rolle in dieser Reihe und ja, so muss Laia einiges über sich ergehen lassen. Und natürlich werden sich Elias und Laia im Laufe dieser Reihe auch noch über den Weg laufen. Was ich aber unbedingt herausstellen möchte, ist, dass das Ganze keine Romantasy ist, wie vielleicht der Titel suggerieren könnte. Also es geht jetzt nicht um die Liebesgeschichte zwischen Elias und Laia. Ich finde, deutlich mehr geht es hier um Politik, um Widerstand. Es gibt auch einiges an Action in dieser Reihe und es wurden auch einige Stoffe aus Sabatahirs eigenem Hintergrund verwoben. Wir haben hier doch einiges an orientalischen Sagen und Fabelwesen, denen wir begegnen, zum Beispiel den Djinns. Und ganz im Allgemeinen finde ich die Magie in dieser Reihe auch ganz toll. Also jeder, der irgendwo auf Wüste steht, auf Fantasy, wird mit dieser Reihe wahrscheinlich sehr, sehr glücklich. Und ich glaube, das ist das, was ich im Großen und Ganzen darüber sagen möchte. Und an dieser Stelle würde ich dann alle bitten, abzuschalten, die die Reihe noch nicht gelesen haben und sie noch lesen wollen, denn ab jetzt werde ich das Wissen aus den ersten beiden Bänden voraussetzen, aber natürlich ohne für den dritten Teil zu spoilern. Schauen wir uns zunächst die Ausgabe an. Wie auch die beiden Bände zuvor ist das Ganze ein Hardcover mit Schutzumschlag. Unterm Schutzumschlag gibt es jetzt nichts sonderlich Spannendes zu sehen. Aber was ich sehr schön finde, ist, dass es ein Lesebändchen hat
Und diesmal sind sogar zwei Karten mit dabei. Im hinteren Teil des Buches gibt es dann auch wieder eine Karte. Und das gab es in den Bänden zuvor nicht. Das finde ich hier richtig gut gemacht. Denn wenn ihr euch an das Ende des zweiten Teils erinnert, werdet ihr wissen, dass sich die Personen durchaus auch an unterschiedlichen Orten aufhalten. Es geht hier auch um ein paar Städte, die eine wichtige Rolle spielen. Und somit finde ich die Karte hier in dem Buch wahnsinnig angemessen. Im ersten Band habe ich die Karte noch nicht unbedingt gebraucht. Im zweiten hätte man sie haben können. Aber auch einige wichtige Orte aus dem zweiten Band findet man jetzt auch in der Karte vom dritten Band. Somit hilft das Ganze auch nochmal, alles räumlich ein wenig einzuordnen, was wir im zweiten Band erfahren haben. Nicht zuletzt finde ich es ziemlich schön, dass das Buch auf etwas dünnerem Papier gedruckt ist. Es sieht vielleicht gar nicht so aus, aber das Buch hat fast 550 Seiten. Das Ganze kostet 18 Euro und ich finde, für diesen Preis bekommt man hier wirklich eine richtig gute Ausstattung. Ich finde, die Ausgabe passt einfach super in das Trio, das man dann zu Hause stehen hat. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und nun kommen wir zum Inhalt und zu meiner Kritik. Zum Inhalt selbst brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, denn zwischen dem zweiten und dritten Band ist gar nicht mal so viel passiert. Elias ist in der Zwischenwelt unterwegs, versucht dort irgendwie seine Aufgabe umzusetzen und seine Rolle zu übernehmen, die er dort spielen soll. Laia ist als angehende Anführerin der Rebellen unterwegs und ist immer noch ziemlich sauer auf den Nachtbringer. Wir haben ganz am Anfang auch einen Prolog mit dem Nachtbringer, der sehr interessant ist und nochmal deutlich mehr Tiefe in diese Figur hineinbringt. Und Helena, ja, ist halt weiterhin als Blutgreif unterwegs. Ihre Schwester wurde gerade an Markus verschachert und sie muss sich somit auch ein wenig darum sorgen, wie sie gerade handelt. Denn jeder Fehltritt, den sie tut, kann sich auf ihre Schwester auswirken. Das ist natürlich ihre größte Angst. Und ja, das ist so die Stelle, an der wir in diesem Buch stehen. Es gibt am Anfang weder eine Wiederholung, was bisher geschah, noch irgendwie eine Personenliste oder so. Von daher ist es ganz gut, wenn man zwischen dem zweiten und dem dritten Teil nicht allzu viel Zeit vergehen lässt. Das war anfangs auch ein wenig mein Problem, denn ich habe den zweiten Band gelesen, als er rauskam. Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und dementsprechend habe ich mir das Ende vom zweiten Band nochmal durchgelesen. Damit ging es mir dann deutlich besser. Da kam ich dann deutlich besser in das Buch rein. Aber mein großes Problem damit ist nicht nur, dass es die Handlung einfach direkt weiterführt. Das ist ja an sich eigentlich gar nicht schlimm. Und ich weiß, dass sich viele auch darüber freuen. Gerade jene, die Reihen ganz gerne am Stück lesen, die werden es sicher sehr gut finden. Aber mein großer Kritikpunkt ist, dass der Spannungsbogen aus dem zweiten Band einfach mitgenommen wird. Es wird kein Spannungsbogen neu geschlagen und dementsprechend dümpeln wir auf einer mittelmäßigen Spannung herum, wenn dieses Buch anfängt. Es ist auch irgendwie klar, alle Charaktere haben irgendwie ihre Mission und bereiten sich gerade am Anfang des Buches darauf vor. Das führt aber dazu, dass wir drei Handlungsstränge haben, in denen parallel nicht ganz so viel passiert. Und dadurch finde ich, dass der Anfang des Buches wahnsinnig zäh ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade am Anfang des Buches konnten mich weder Elias noch Laia überzeugen. Unser Blutgreif war für mich eigentlich die einzige Storyline, die über das komplette Buch hinweg gut abgeliefert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Elias in der Zwischenwelt nicht ganz so spannend fand und diese ganze Zwischenwelt ist irgendwie nur so grob umrissen und ich habe mich da nicht so wohl drin gefühlt. Ich fand, da hat irgendwas gefehlt, das wirkte halt wie etwas, das jetzt passieren muss, aber ich konnte mich da nicht so gut hineinfühlen. Also da war das Worldbuilding irgendwie so ein bisschen meh. Und Laia fand ich leider auch nicht ganz überzeugend als angehende Anführerin. Sie entwickelt sich im Laufe des Buches zwar, wie ich finde, ziemlich gut, aber gerade am Anfang kommt eben zu der Zähigkeit, dass die Storylines oft nicht das sind, was man von ihnen erwarten würde. Und an sich ist es für mich bisher der schwächste Band der Reihe gewesen. Glücklicherweise ist das Buch nicht über die komplette Länge so zäh. Das Buch nimmt ab einer bestimmten Stelle Fahrt auf. Ich will euch jetzt auch nicht sagen, wie viele Seiten es bis dahin braucht. Es hat für mich einfach zu lang gedauert. Ich bin aber auch eine relativ ungeduldige Leserin. Von daher mag es anderen Leuten damit vielleicht ein bisschen anders gehen. Aber ich finde, bis das Ganze Fahrt aufnimmt, dauert es einfach zu lang. Aber sobald es dann Fahrt aufnimmt, ist es wieder richtig grandios. Es gibt hier
einige richtig krasse Plot-Twists, die man einfach so nicht erwartet hätte. Also da wird man von Sabata hier dann im späteren Teil des Buches wieder richtig schön vom Hocker gerissen. Und das war dann auch die Stelle, an der ich wieder richtig begeistert war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das Buch deutliche Schwächen aufweist, lohnt es sich trotz allem, es zu lesen, weil man einfach wieder so richtig tolle, bahnbrechende Dinge erfährt. Und ja, ich bin richtig froh, dass das Buch dann irgendwann doch wieder aus sich rauskam und mich überzeugen konnte und mir einfach das liefern konnte, was ich von der Reihe erwarte. Ich fand den zweiten Band auch fast stärker als den ersten, denn der zweite hatte nochmal eine richtig gute Tiefe, aber auch nicht zu wenig Action. Gerade das Gefängnis von Kauf war so mein liebster Schauplatz und ich fand die Handlung dort einfach grandios und es fiel mir dann umso schwerer, nach dieser tollen Szene, die ja doch einen guten Teil des zweiten Bandes ausmacht, in diesen dritten Band zu kommen, der halt so ein bisschen hinkt. Aber wir kommen da später auch noch hin. Also von daher, lasst euch bitte nicht abschrecken, dadurch, dass ich das Buch schwach oder schwächer als die ersten beiden fand. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, finde ich. Und jeder, der bisher die Reihe gut fand und wissen muss, wie es weitergeht, dem möchte ich auch definitiv nicht davon abraten, zum dritten Band zu greifen, denn man muss ja wissen, wie es weitergeht. So geht es mir auch. Und ich werde auch ganz garantiert den vierten Band lesen, denn ich muss natürlich wissen, wie es zu Ende geht. Und gerade weil das Buch jetzt hier am Anfang seine Schwächen hat und es gegen Ende deutlich besser wird, habe ich gute Hoffnung, dass der vierte Band wieder ein richtig schöner Kracher ist. Vielleicht ist es auch einfach eine Reihe, die nicht beim zweiten Band ihren Hänger hat, sondern bei der dritten. Das passiert ja durchaus auch mal. Aber alles in allem muss man, wenn man die Reihe bisher geliebt hat, definitiv weiterlesen. Also da will ich auch gar nichts anderes behaupten. Was mich hier noch nicht ganz überzeugen konnte, waren die neuen Personen, die eingeführt wurden. Denn ich finde, sie waren relativ austauschbar und sie gehen teilweise auch in der doch schon mittlerweile echt großen Personenanzahl so ein wenig unter. Auf der anderen Seite finde ich, dass bisher schon wohlbekannte Charaktere nochmal mehr Tiefe bekommen. Und ich finde, man merkt halt richtig, wie Sabata hier an ihren ProtagonistInnen hängt, einfach weil sie so eine gigantische Tiefe haben und weil wir in diesem Band, obwohl wir sie jetzt ja auch schon über zwei Bände verfolgt haben, nochmal so viel mehr dazu bekommen, was zu diesen Charakteren gehört und was sich aber auch ganz, ganz großartig in das Gesamtbild einfügt. Also somit muss ich halt ganz ehrlich sagen, inhaltlich ist der dritte Band völlig super, nur der Aufbau ist halt unheimlich unglücklich, zumindest für mich. Und gerade wenn man das so erlebt, dass sich das anfangs so sehr zieht, hat man teilweise auch das Gefühl, dass einen nichts mehr so richtig überraschen kann, alle Charaktere wahnsinnig fest in ihrer Mission drin stecken und bis zu einem bestimmten Grad ist es auch so, aber es lockert sich glücklicherweise im Laufe des Buches echt gut auf und ja, von daher, alles wird besser, auch wenn ihr am Anfang vielleicht ein bisschen enttäuscht seid. Haltet durch, ich kann es euch nur empfehlen. Denn auch wenn ich mich teilweise doch ganz schön durch den Band quälen musste, damit ich da irgendwie vorankomme, kann ich nur sagen, dass der dritte Band auch ein paar der schönsten Szenen der Reihe bisher beinhaltet. Also ja, auf der anderen Seite wird einem natürlich wieder gnadenlos das Herz gebrochen. Was erwarten wir auch von Sabata hier? Das kriegt sie immer wieder großartig hin. Und ja, ich glaube, bevor ich weiter um den heißen Brei rede, empfehle ich euch einfach selber in das Buch reinzulesen. Wenn ihr die Reihe eh schon verfolgt, schätze ich mal, dass ihr den dritten Band wahrscheinlich eh lesen wollt, wenn euch der zweite dann gefallen hat. Und von daher kann ich euch definitiv auch guten Gewissens zum dritten Band raten, aber erwartet eben nicht zu viel. Von mir hat er jetzt 3,5 Sterne bekommen und 3,5-Sterne-Bücher sind bei mir immer relativ besondere Bücher, denn es sind Bücher, die gut sind, die ihre Daseinsberechtigung haben, die oft auch richtig tolle Alleinstellungsmerkmale haben, aber deren Umsetzung mir nicht so ganz gefallen hat. Von daher, macht eure eigenen Erfahrungen. Ich wollte euch nicht völlig entmutigen, aber ich hoffe, das ist auch rübergekommen. Ansonsten könnt ihr mir sehr gerne eure Meinung zum dritten Band oder zur Reihe bisher unten in die Kommentare schreiben. Denkt bitte daran, dass ihr Leute, die die Reihe noch nicht gelesen haben, vielleicht nicht spoilert oder halt entsprechend Spoiler dran schreibt. Ja, genau.
Ich glaube, mehr möchte ich an der Stelle auch gar nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Wenn dem so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!